was du selbst erlebst und mit deinem klaren Verstand wie auch intrinsischen Erkenntnissen abwägst, kann nicht verdreht werden. Was du in dir hast, ist wertvoller als alles Gold der Erde, wenn du herankommst. Natürlich erleben wir im Außen die Illusion des globalen Politiktheaters. Allerdings ist es nur ein kleiner Baustein und es nutzt nichts, wenn man keine Ahnung von der unfassbaren Technik hat, die im Hintergrund läuft, die die meisten Menschen nicht wahrnehmen, weil sie den Fokus auf die Ablenkung richten. Deshalb verstehen auch viele Remote-Viewer nicht, was sie sehen, da sie nicht das nötige Hintergrundwissen haben. Sie interpretieren ihre Views oftmals falsch. Es gibt eine apokalyptische Endzeit-Sekte, die ihren Ursprung in der Ukraine hat. Sie hat nichts mit einem anderen Volk zu tun. Allerdings geben sie sich als Menschen eines solchen aus, um unter dem Schutz des Geschichtsmantels ihr Unwesen zu treiben. Das Prinzip dieses apokalyptischen Endzeitkultes basiert auf der reinen Täuschung. Es ist die Chabad-Lubavitch-Sekte, die an die Prophezeiung glaubt, dass der Messias aus dem Himmel auf die Erde niederfährt. Allerdings ist dieser nach ihrem Wahn nicht etwa Christus, sondern Ben David. Er wird nach ihrem verdrehten Glauben die Menschheit erlösen. Was viele nicht wissen, ist, dass dieser Glaube die Verdrehung des Christentums darstellt. Denn Christus erklären sie als den falschen Messias und als Satan. In Wirklichkeit ist ihr Kult der blutige, satanistische Opferkult, der mittlerweile die Strippen zieht. Wenn also davon geredet wird, dass der Vatikan immer mehr an Einfluss verliert oder sogar mittlerweile abgewickelt wird, kann dies durchaus gut sein. Allerdings wird nur das scheinbar Gute durch einen anderen unmenschlichen Kult ersetzt. Denn am Ende erliegt jeder, der an diesen glaubt, in Wirklichkeit einem luziferischen Kult. Luzifer ist der Lichtträger und bringt jedem, der das eigentliche Spiel nicht durchschaut, das künstliche Licht. Man könnte jetzt so viel erzählen, was Monitore, LEDs, Straßenlaternen, TV-Geräte, Smartphones mit ihren gepulsten Frequenzen anrichten, dass dies schon wieder ein eigenes Thema wäre. Diese Technik ist nur dazu da, um uns in der Unbewusstheit zu halten und sogar eventuell zu töten, wenn die Zeit gekommen ist. Denn es sind die für uns unsichtbaren, frequenzbasierenden Waffensysteme, die diese künstliche Apokalypse erst möglich machen sollen. Wir haben nicht nur 5G, sondern bereits 7G, wie die Messwerte zeigen. Und dies ist die wahre Massenvernichtungswaffe. Es ist ein Waffensystem mit skalierbarer Mikrowellenstrahlung. Es gibt ein Killswitch-Programm. Gehe auf Telegram und gib Hashtag Grapheninfo ein. Du wirst dort mehr erfahren. Die illusorische Materie schwingt und deshalb kann man mit diesen Systemen alles töten, alles modifizieren, Wetter machen, Erdbeben erzeugen, alles Leben töten. Über den Himmel wird Graphen ausgebracht. In den Lebensmitteln, zumindest in vielen, befindet sich Graphen. Graphen ist ein zweidimensionales Nanomaterial, welches zum Beispiel im Körper eines Menschen die größten Energiequellen aufsucht. Diese sind das Gehirn und das Herz. Durch Glyphosat oder Roundup, welches so gut wie in jedem Lebensmittel vorhanden ist, kann der Körper nicht mehr entgiften. Das WLAN öffnet die Blut-Hirn-Schranke zum Gehirn und das Graphen kann so ungefiltert in das Gehirn eindringen. Die Pandemie hatte gleich mehrere Zwecke, worauf ich nicht eingehen kann. Es war aber ein Testlauf, wie steuerbar die Menschen sind, wenn sie Angst haben. Es wurde erkannt, dass man alles mit unbewussten Menschen auf Erden machen kann. Die andere Gruppe erkannte den Schwindel und das milliardenfache Verbrechen, wofür es noch keinen Namen gibt.
Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Endzeitkult die meisten Strukturen und Länder beherrscht, da sie sich einschleichen und ihren Wahn auf andere Narzissten, Psychopathen und Soziopathen übertragen konnten, die in den höchsten Positionen in der Welt sitzen. Sie haben nicht nur Kontakte zum WEF, zur WHO, zu angeblichen Philanthropen, wo einige bei genauerer Betrachtung Eugeniker sind, sondern auch zu Staatsoberhäuptern. In Wirklichkeit müsste man zu Staatsoberhäuptern eigentlich Verwalter von Firmenkonstrukten sagen, wobei sie auch nur Empfänger von Instruktionen sind, um die Politikillusion in der Welt am Laufen zu halten. Denn im Grunde ist alles ein Club. Die Lubavitch-Sekte hat einen der mächtigsten Narzissten in ihr Lügennetzwerk eingesponnen. Und dieser ist der amerikanische Präsident. Ich rede nicht von dem Prügelknaben Biden, der nur von einem Schauspieler dargestellt wird, was Fotos belegen können. Denn der wirkliche Biden ist meines Erachtens nicht mehr existent. Dieser Schauspieler fungiert als Prellbock, um den wahren narzisstischen Präsidenten in Sicherheit zu wiegen, um sein Unrecht in der Welt veranstalten zu können. Trump hatte früher schon Beziehungen zur Mafia, also zur Cosa Nostra, die, wie viele Menschen nicht wissen, die mächtigste Mafia auf Erden darstellt. Ich kann ja nicht alles sagen, ohne nicht wieder gelöscht zu werden. Aber es ist sehr interessant, sich mit dieser Mafia zu beschäftigen, denn es macht dir vieles bewusst, wie die Dinge in der Welt funktionieren. Nur ein naiver, verblendeter Mensch glaubt, dass Trump das Wohl der Menschen im Auge hat, denn er ist ein machtbesessener Narzisst, dem von diesem apokalyptischen Endzeitkult gesagt wurde, er sei der Messias. Ich gehe nicht auf seine Kontakte weiter ein, denn es ist gerade für einen Deutschen ein sehr heißes Eisen. Allerdings ist er nur ein willfähriger Idiot, der am Ende als Opferlamm herhalten wird. Denn wir erinnern uns, die Lubavitch-Sekte hat den Glauben, dass Christus das Böse darstellt. Wir erleben also die Inszenierung der Apokalypse, was jeder, der den Willen hat, sich der Wahrheit anzunähern, selbst auch recherchieren kann. Trumps Tochter, die nicht nur ein Ziehkind des Young Global Leaderships, also des WEF ist, sondern sie ist auch noch auf Jared Kushner hereingefallen, der ebenfalls diesem Endzeitkult angehört. Nicht umsonst kaufte Kushner das Gebäude in der Fifth Avenue mit der Hausnummer 666. Ein guter Freund von Trump war der Millionär Jeffrey Epstein, der durch kompromittierende Fotos Größen des öffentlichen Lebens in der Hand hatte. Denn so funktioniert die Arbeit von Geheimdienstlern. Unter diesen Personen waren Präsidenten, Politiker wie auch Trump, der den Lolita Express mehrmals in Anspruch nahm. Allerdings wurde nur in bestimmten Foren auf Ex-Präsident Clinton verwiesen. Natürlich ist es auch nur ein Zufall, dass die Geliebte von Epstein, Ghislaine Maxwell, einen Vater hatte, der ein sehr hohes Tier des Mossad, also des israelischen Geheimdienstes, war. Epstein verstarb im Gefängnis. Nur sehr wenige wurden bisher vor Gericht gestellt, was Politiker oder Hollywood-Größen anging, die sich alle an sehr jungen Frauen vergingen. Diese jungen Frauen wurden wie Sexsklavinnen auf der Insel von Epstein unterirdisch gehalten. Um alle Menschen abzuholen und den teuflischen Plan der künstlichen Apokalypse durchzubekommen, wurde ein gigantisches Politiktheater inszeniert, wo jeder seine Rolle hat. Die Bevölkerung reiben sich nur die Augen und die meisten stolpern unbewusst in ihren Untergang, der mit der C-Angst anfing und mit der Genkur irgendwann wahrscheinlich enden wird. Nichts in der Welt geschieht zufällig, zumindest nicht die großen Dinge. Die Pläne sind sehr variabel gestaltet, aber bisher funktioniert der apokalyptische Plan, zumindest hat es den Anschein. Die Varianten wurden installiert, um im Notfall auf diese zurückzugreifen, wie eine angebliche Bedrohung durch Aliens oder einen dritten Weltkrieg. Auf die Bedrohung von Aliens gehe ich jetzt hier nicht ein, denn wer meine Videos kennt, der weiß warum.
Dieser Kult hat eine solche Macht, um eine Weltherrschaft zu installieren unter dem Deckmantel eines religiösen Glaubenssystems. Sie werden keinen Messias installieren, sondern einen satanischen Jünger, ein Wesen, welches die Welt regieren soll. Dieser Lubavitch-Kult besteht aus irren Fanatikern, die Narzissten und Soziopathen förmlich anziehen. Alles, was wir erleben, ist nicht nur ein Energiekrieg auf verschiedenen Ebenen, sondern auch ein Glaubenskrieg. Der größte Teil der Menschheit ist in jüngster Zeit auf mehrere Glaubensrichtungen hereingefallen. Wir haben die C-Gläubigen, wir haben die New Age-Esoterik-Gläubigen und nicht zu vergessen die Q-Jünger dieses Satan-Kultes. Und alle glauben nur und rennen irgendwelchen selbsternannten Rattenfängern hinterher. Problem dabei ist, dass die Rattenfänger noch nicht einmal verstehen, dass sie welche sind. Während alle nach außen sehen, vergessen die meisten Menschen und Gläubigen, nach innen zu sehen. Sie haben es nie gelernt, sich ihren Traumata zu stellen. Und deshalb wimmelt es nur so von Selbstdarstellern, Narzissten, Gurus, falschen Meistern und falschen Propheten. Viele von diesen werden Opfer ihres Egos. Wer den Arsch in der Hose hat, eher in sich hineinzusehen, der bekommt die wahren Einblicke in die Spiritualität. Dafür benötigst du keine Meister oder Gurus, denn wer dies tut, versteht nicht, dass er einfach seine Idole aus vergangenen Zeiten ersetzt durch einen neuen Schein. Ich habe versucht, hier etwas kurz und knapp darzustellen, wobei vieles hinten herunterfällt, aber es ermöglicht dir, eine andere Perspektive einzunehmen. Löse deine Glaubensmuster und sei offen. Dies ist meine Blickweise auf die Dinge. Du heilst nur, wenn du hinschaust und nicht, indem du wegschaust. Dazu gehört nicht nur dein Inneres, sondern auch die Hintergründe des puren, menschenmordenden Wahnsinns zu verstehen. Du sollst wegschauen, nichts begreifen und einfach alles geschehen lassen. So funktioniert die Agenda. Sie installiert überall falsche Glaubenssysteme. Womit sie nicht rechnen, sind die Menschen, die ein Herz haben. Denn die werden in Zukunft die Täuschung erkennen können. Oder erkennen sie jetzt schon. Sie erkennen, dass es Licht gibt und Schein. Denn der Schein ist ein Teil der Dunkelheit. Schaue nach Black Cube. Gebt in Google Lubavitch ein und geht auf die Bildsuche. Dann seht ihr Bilder und Instruktionsempfänger. Und noch einmal, es ist ein satanischer Kult. Wie auch der bekannte Investigativjournalist Wolfgang Eggert sagt, dieser Club ist die wahre Krake in der Welt. Und deshalb sagen auch viele, ohne die wahren Hintergründe zu erkennen, dass wir in einer satanischen Welt leben. Aufwachen. Alles dient nur dazu, den größten Teil der Menschheit auszulöschen und eine neue satanische Weltreligion zu installieren und den neuen satanischen Herrscher, dessen Macht auf geheimer Technik fußen wird und nicht auf Wundern. Anschnallen, denn der Antichrist wird kommen und doch ist alles nur ein Riesenfake. Oder kommt wirklich ein dunkles Wesen? Wir werden es erkennen, sollte es so kommen. Wir sind die, die uns erlösen werden und niemand anderes. Thank you.